zum ersten Erfolg, zum ersten Sieg in dieser Saison, zum 14. Weltcup-Sieg. Sehr schnelles Rennen wieder auf der Strecke in der Loipe, natürlich wieder mit Abstand die schnellste. Ja, es war ein super Rennen halt für mich. Ich habe versucht, mir das gut einzuteilen, einfach auf mich selber zu schauen, einfach mein Tempo zu gehen. Und es hat super funktioniert. Konnte in der letzten Runde noch ein bisschen Gas geben und vor allem am Schießstand habe ich mich auch sehr sicher gefühlt. War fast ein bisschen schade, dass ich dann liegend nur eingeschossen habe und stehen zwar daneben gegangen sind, aber es hat sich trotzdem gut angefühlt und es ist auf jeden Fall, kann ich jetzt mit einem guten Gefühl die nächsten Rennen angehen. Anton Spekbeck, dreimal Weltmeisterin hier, heuer 4 Podestplätze und jetzt ist er erster Sieg Richtung Olympia natürlich, Richtung Vancouver. Ideales Ergebnis. Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich Mut und Zuversicht für Olympia. Ich war jetzt oft auf dem Podest und natürlich denke ich dann auch daran, dass es, wenn es mir jetzt gelingt, vielleicht für Olympia auch gelingt und das wäre schon mein großer Traum. Und, ja, momentan fühle ich mich gut und ich denke, ich bin auf einem guten Weg und schauen wir mal, wie es kommt. Kathi Wilhelm, gratuliere zum zweiten Platz. Erster Podestplatz, auch da fehlen nur noch wenige Wochen. Ist das so das Vorspiel gewesen? Naja, also ich denke mal, dass der Aufbau der Form ganz gut funktioniert und es hat halt die letzten Wochen schon immer ganz gut geklappt, halt bis halt der kleine Podestplatz hat mir immer noch gefehlt oder das kleine Quäntchen zum Podestplatz. Und deswegen bin ich schon froh, dass das jetzt so funktioniert hat, vor allen Dingen auch beim Schießen mit nur einem Fehler im Einzelwettbewerb, weil die Einzelrennen waren nicht so gut dieses Jahr und bei uns auch in der Mannschaft geht es ja auch immer um die Einsatzkonzeption dann für Vancouver. Und deswegen wollte ich mich schon nochmal anbieten und bin ich auch froh, dass das geklappt hat. Viermal Erster in Antholz, fünfmal Dritte, noch nie Zweite. Hat das gefehlt? Ja, scheinbar. also man muss sagen, Antholz liegt mir auf jeden Fall. Also ich habe hier schon meine meisten Erfolge gefeiert und deswegen war ich auch so ein bisschen zuversichtlich, dass es hier klappen könnte mit dem Podestplatz, der mir halt die letzten Wochen nicht so gelingen wollte. Und es ist natürlich schön, wenn es gleich beim ersten Rennen klappt und dann wir haben ja noch zwei Rennen, mal gucken, was da noch passiert. Andrea Henkel, ein Podestplatz hinter zwei Teamkolleginnen. Auch das in Richtung Vancouver natürlich ein Ergebnis, ein großer Erfolg. Ja, es ist immer schön, auf dem Podest zu stehen. Und, es war auch immer das Ziel, selbst in Ruppolding, wo ich dann letzte Woche am Schießstand stand, ich wollte ihn gewinnen, jetzt auf dem Podestplatz gereicht und jetzt ist es wieder soweit. Das ist natürlich schön. Es haben 27 Sekunden gefehlt. Zu viel vielleicht auch zu denken, man hätte noch heute gewinnen können oder war. Also die 27 Sekunden habe ich definitiv am Schießstand verloren. Also ich habe sehr langsam geschossen. Vor allem beim letzten Schießen war es doch sehr wackelig bei mir. Also es kam dann noch zwei Fehler bei uns. Und da habe ich mir schon sehr viel Zeit gelassen. Und ich glaube, in dem Fall, ich mag dann eh so schnelle Läufer, wenn also so schnelle Schütze. Und in dem Fall habe ich, glaube ich, am Schießstand verloren. Ich war nicht so schnell wie sie auf der Welt, aber ich glaube, im Bereich.